zweite Einführungsrunde. Und links vorne, das ist Klaus Ludwig mit dem weißen Wagen, rechts Bob Wollig. Man hat die Startaufstellungen der Trainingszeiten dieser beiden Kategorien herangezogen. Es fahren auf der linken Seite in Fahrtrichtung drei rote Autos, die alle von Georg Loos aus Köln stammen. Klaus Ludwig führt für das Krämer-Team auch aus Köln. Ludwig vorne und mit der 53 dazwischen geschoben hat sich John Fitzpatrick aus England. Und hier wird wirklich taktisch gefahren. Fitzpatrick. Der Streckensprecher hat Ihnen die Reihenfolge gesagt und Sie sehen, wie vorsichtig hier John Fitzpatrick die Kurve angegangen ist, sodass ihm Klaus Ludwig innen durchgewischt ist. Fitzpatrick vor seinem Teamkollegen Manfred Schurti. Ja, also nur Reifenwechsel hat das sicher nicht gegeben, aber bei einigen Teams sicherlich mehr Foul, obwohl er nicht mehr erschienen hat, also offensichtlich noch andere Probleme außer den Reifen. Und hier sehen Sie, vielleicht hat sich Manfred Schurti hinten an John Fitzpatrick etwas zu nah dran gehängt, vielleicht hat er berührt. Keine größeren Spuren an der Schnauze des Porsche, aber er ist natürlich zurückgefallen. Und vor ihm, vor diesem roten Porsche mit der Startnummer 52, liegt Hans Heyer mit einem der kleinen Wagen. Und hier kommt Rolf Stommelen an die Box. 52, Schurti weit zurückgefallen vom dritten auf den sechsten Platz und Rolf Stommelen zum Reifenwechsel an der Box. Hier haben Sie deutlich den Unterschied gesehen. Die grob stolligen, möchte ich fast sie fast nennen, Regenreifen gegen die völlig glatten Slicks. Jetzt Eier oder Winkelhock, die von Anfang an auf Slicks gesetzt haben und jetzt natürlich prächtig in der Wertung liegen. Hier wird noch schnell die Scheibe sauber gemacht, während die Verschlüsse angezogen wird und John Fitzpatrick ist wieder auf der Strecke. Aber wer ist Erster? Danke, okay, schreib mal auf. Also, Hans Heyer, zweiter Sack heißt es hier. Und Winkelhock, der Wagen, der genau hinter Heyer liegt, an dritter Stelle. Das ist John Fitzpatrick, aber der war an der Box, kann also unmöglich führen. Ursprüngliche Runden auf 50 verkürzt, da hätten die Tanks leicht gereicht. Aber das konnte man zum Zeitpunkt der Abreise von Niki Lauda und Hans Stuck ja nicht wissen. Der Regenguss heute am frühen Nachmittag hat eben alles durcheinander geworfen. Hans Heyer. Oje, da hätte er beinahe die Mauer touchiert, aber sehr schön abgefangen. Harald Ertl, er ist ja noch Titelverteidiger der deutschen Rennsportmeisterschaft. Gruppe 2 Fahrzeuge, nicht Gruppe 2 Fahrzeuge, das ist verwirrend, Division 2 Fahrzeuge, also Fahrzeuge unter 2 Liter, dass die sich hier reinschieben konnten und vorne an der Spitze mitmischen konnten, das war eben lediglich dem Regen und der daraus resultierenden Taktik auf Slicks zu fahren zu verdanken. Rolf Stommelen in einer seiner letzten Runden. Sie haben es gehört, letzte Runde für Rolf Stommelen und ich darf es vorwegnehmen, er gewinnt dieses Rennen klar, auch wenn er hier ein bisschen Schwierigkeiten hat, an Axel Plankenhorn vorbeizukommen, aber er versucht es erst gar nicht. Er hat dieses Rennen gewonnen. Zweiter wird John Fitzpatrick mit dem Gelo Porsche und dritter, und das ist die eigentliche Überraschung dieses Rennens, wird Manfred Winkelhock mit dem kleinen Schnitzer BMW mit einem 1,4 Liter
der mit einem Turbo aufgeladen ist. Vierter, dann Manfred Schurti auf Liechtenstein. Gernot Leistner, der Rennleiter, winkt ab und der Sieger heißt Rolf Stommele. Und das war's. Guten Abend.